Hallo, willkommen bei Drehmoment. Ich stehe hier an einem Polestar 2. Ja, den habe ich schon vorgestellt, aber es gibt Neuigkeiten. Dies ist ein Update-Video. Es gibt neue Varianten, die einen günstigeren Einstieg ermöglichen. Und es ist Hamburger Sommerwetter. Das bedeutet höhere Luftfeuchtigkeit, ein bisschen unangenehm draußen. Ich erzähle alles weitere drinnen. Los geht's. Ja, es gibt neue Varianten vom Polestar 2. Im Herbst 2021 kommen zwei neue Modelle auf den Markt. Den Polestar 2 habe ich ja schon mal im Sommer und im Winter vorgestellt. Ich verlinke nochmal zu dem Video. Und Polestar als junge Marke hat es natürlich so gemacht, wie alle es am Anfang machen. Man wirft erstmal auf den Markt das größte, tollste Modell und zeigt, was man kann. Und der Polestar kam halt als Allradantrieb, also mit Motor an der Front und Heckachse, mit 300 kW Leistung, mit der großen Batterie, 78 Kilowattstunden und optional dem Performance-Paket auf dem Markt. Also das waren da drin die Öhlins-Stoßdämpfer, die man manuell verändern konnte, die Dämpfungshärte, die Brembo-Bremsbacken in Schwedisch-Gold und die schwedisch-goldenen Sicherheitsgurte statt in öden Schwarz. Also das war der Aufschlag dieser jungen Marke. Und jetzt, um ein bisschen Breite zu kriegen, kommen im Herbst 2021 zwei neue Modelle. Und zwar dann eine Version mit der großen Batterie, aber einem Motor in der Front. Und eine Version Standard Range mit Frontmotor und einer kleinen Batterie, 64 Kilowattstunden. Ja, und Polestar hatte ja insofern hier einen schweren Start, weil diese junge Marke ist genau in diese Pandemie reingelaufen. Also sie wollten Polestar Spaces, also Showrooms eröffnen, Probefahrten ermöglichen und konnten diese Bases erst mit großer Verzögerung und unter erschwerten Bedingungen eröffnen. Also die Probefahrten werden angeboten, kann man digital Termine vereinbaren. Aber das ist natürlich schwer, eine neue Marke bekannt zu machen und Leute für ein Auto zu begeistern, was dann auch am Ende jenseits der 50.000 Euro beim Kaufpreis lag. So, und das sollte deutlich einfacher werden. A, natürlich, wenn diese ganzen Pandemiebedingungen gelockert werden, irgendwann eines Tages. Und mit diesen zwei neuen Modellen, die natürlich andere Einstiegspreise haben. Dazu komme ich auch. Aber erstmal zu den Werten. Also die Variante Long Range Single Motor, also ein Frontmotor und große Batterie. Die hat einen 170 kW Motor in der Front und soll mit den 78 Kilowattstunden dann, die WLTP-Werte sind noch nicht ganz fix, zwischen 515 und 540 Kilometer weit kommen. Klar, WLTP-Werte, das sind keine realistischen, ziehen wir mal 20% ab, dann sind wir so bei 410 bis 430 Kilometer. Und das ist dann halt von den drei Modellen auch die größte Reichweite. Also große Batterie, nur ein Motor vorne, der Energie braucht. Damit kommt man damit natürlich am weitesten. Verbrauch liegt dann so bei 18,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wie gesagt, die finalen WLTP-Werte kommen erst noch. Ich sitze hier auch in einer Vorserienversion. Also das ist noch nicht alles final hier drin, aber macht schon einen sehr, sehr guten Eindruck. Also hier klappert nichts. Das ist alles sehr gut, denn ich sitze in der Variante, die heißt Standard Range Single Motor. Also die hat 64 Kilowattstunden Batteriekapazität und einen Frontmotor mit 165 kW Leistung, also 5 kW weniger. Soll dann glatt 18 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbrauchen und zwischen 420 und 440 Kilometer weit kommen. Und wenn man da die 20% abzieht, um einen realistischen Wert zu kriegen, ist man beim unteren Wert so grob bei 340 Kilometer. Und das war auch genau meine Anzeige, die ich hier im Auto hatte heute Morgen, als ich losgefahren bin und auf 100% stand. Ja, und ich bin ja ein großer Polestar-Freund. Ich finde den Wagen sehr gelungen. Ich bin halt ein Freund der,
der Limousine. Habe das dann auch immer Bekannten und Freunden empfohlen. Und dann sagte mir einer, der in Probe gefahren ist, er fand das viel zu beengt. Also diese massive, große Mittelkonsole, die hat ihn irgendwie eingeengt. Und ich finde das überhaupt nicht. Ich finde, die gibt einem eher Sicherheit, Komfort. Man kann das Bein anlegen. Mich stört das Ding hier überhaupt nicht. Und ich finde die Raumaufteilung und die Sitze also großartig bequem, komfortabel. Ich finde das ganze Design sehr, sehr angenehm. Also auch hier die Displayaufteilung sehr zurückhaltend. Alles sehr reduziert, sehr schön gemacht. Hier drin diese Bezüge, Weave Tech nennt sich das. Das ist ein veganer Stoffbezug. Man hat hier in der Mitte ein Tablet, was mit Android Automotive Betriebssystem betrieben wird und was man noch erweitern kann, weil es gibt einen Play Store, also einen App Store, in dem man weitere Apps installieren kann. Ich habe jetzt gesehen nach dem Update, also es gibt auch Over-the-Air-Updates für die Autos und die haben sich weiterentwickelt, seitdem ich das letzte Mal einen Polestar getestet habe. Und mit diesem Update kamen jetzt Bewegtbild-Apps. Also man kann auch Videos gucken, natürlich nur, wenn der Wagen steht, also wenn man irgendwo lädt oder irgendwo wartet, um jemanden abzuholen. Und ich habe jetzt hier gerade mal angemacht die Tagesschau-App und kann dann Nachrichten gucken oder NTV habe ich gesehen, gibt's. Also das finde ich schon eine tolle Erweiterung. Ja, und gibt's, also am Anfang war es hauptsächlich Audio-Apps, mittlerweile ist da mehr. Sehr, sehr praktisch ist zum Beispiel Easy Park, eine App, mit der man Parkgebühren im öffentlichen Raum bezahlt. Man spart sich also den Gang zum Automaten, man braucht dann auch keine Münzen, sondern löst das Parkticket hier direkt im Wagen mit der Easy Park App. Und sie hat noch einen weiteren großen Vorteil, und zwar nutze ich sonst beim Parken irgendwie ParkNow oder irgendeine dieser digitalen Angebote und regelmäßig vergesse ich beim Losfahren den Parkvorgang zu beenden und zahle dann die Höchstparkdauer. Und das ärgert mich natürlich hinterher immer. Hier ist es so bei Easy Park, sobald der Wagen sich bewegt und man losfährt, endet die Parkdauer und damit auch die Bezahlung. Dann habe ich mir hier installiert A Better Route Planner. Unter Elektroautofahrern dürfte das die favorisierte Ladeplanungs- und Routenplanungs-App überhaupt sein, weil sie so detailliert ist und so viele Einstellschrauben hat. Also man kann genau sagen, welches Auto man fährt. Man kann sagen, welche Ladeanbieter man bevorzugt, welche man vermeiden will, mit welcher Ladekapazität man startet, mit welcher man mindestens an einem Ladepunkt oder am Ziel ankommen will. Also das Ding ist wirklich unglaublich detailliert. Und das kann man hier installieren und dann macht dann automatisch eine Routenplanung. Ich habe mal gesagt, fahren wir mal von Hamburg nach Köln und er sagt dann direkt auf der Strecke, wo ich wie lange an welchem Schnelllader stehe und wann ich weiter kann. Also das ist extrem komfortabel und großartig. Die Funktion übernimmt ansonsten hier drin Google Maps. Die machen das auch super, aber da ist es halt so, auf der Strecke zeigt er mir nur an, was gibt es für verfügbare Lader und ich muss dann selber noch auswählen, wo möchte ich denn nun hin, wo mache ich denn meinen Stop. Da ist noch ein Schritt mehr vom Fahrer verlangt. Ansonsten finde ich Google Maps hervorragend für die Navigation, weil wenn man sich mit seinem Google-Konto anmeldet, hat man hier alle Orte, die man in der App je gespeichert hat, also alle Restaurants, in denen man mal war, alle Aussichtspunkte, Sehenswürdigkeiten hier drin und kann sie direkt ansteuern und sich hin navigieren lassen. Also eigentlich ist Google Maps so detailliert und so großartig, weil es halt auch alles findet, was halt da Verzeichnis ist, von Läden über öffentlichen Einrichtungen bis, ach, naja, ihr kennt Google Maps, was soll ich erzählen? Also das ist schon sehr, sehr komfortabel. Und es gibt mittlerweile auch eine App für das Smartphone für den Wagen, also einen digitalen Schlüssel. Man kann dann mit seinem Smartphone den Wagen aufschließen, entriegeln. Man kann aus der Ferne klimatisieren, also im Sommer vorkühlen oder im Winter vorheizen. Und bei einem Ladestopp sieht man natürlich auch so, wie weit bin ich, kann ich weiter oder nicht, wie ist der Ladestand. Also das ist sehr komfortabel. Und das Over-the-Air-Update, das letzte, hat noch was Praktisches gebracht. Die Ingenieure haben gemerkt, beim Auslesen der Daten aller bisherigen Autos, sie können ein bisschen am Regler für Schnellladen drehen. Und bisher war es ja so 150 kW beim Schnellladen mit Gleichstrom, das war Maximum. Und jetzt haben sie es ein Stück hochgedreht auf 155 kW Schnellladen. Bei der großen Batterie, bei der kleinen, der 64 Kilowattstunden Batterie, sind es 115 kW. Die Wechselstromladen ist unverändert, AC funktioniert dreiphasig mit 11 kW. Aber es ist natürlich spannend zu sehen, wie sich dieses Auto im Laufe der Zeit weiterentwickelt und eigentlich immer besser wird.
Ja, ich finde, Gepäckraum ist groß genug. Da ich blende nochmal die Volumenzahl ein. Man kann noch eine Klappe hochstellen, selbst mit so einem kleinen Ständer. Hat da drunter noch ein Fach für Dinge. Man hat unter der Fronthaube Platz für die Ladekabel, kriegt die da problemlos unter. Also es ist eigentlich für ein Familienauto, würde ich sagen, ausreichend groß, definitiv. So, nun ist es bei den Paketen so, das Performance-Paket bleibt der Startversion mit den zwei Motoren vorbehalten, aber es gibt noch ein Plus- und ein Pilot-Paket für die beiden anderen Varianten. Und das Plus-Paket bietet beispielsweise beheizte Vorder- und Rücksitze und beheiztes Lenkrad. Und eine Memory-Position für den Fahrersitz kann man zwei Positionen speichern, wenn man sich abwechselt in der Familie mit dem Fahren. Und es gibt eine Wärmepumpe, die ist ja vor allem im Winter sehr praktisch, weil sie die Umgebungsluft bzw. aus dem Antriebsstrang die erwärmte Luft nimmt, die Energie rauszieht und hier den Innenraum damit wärmt, so dass die Hauptbatterie da etwas geschont wird und auch die Reichweite geschont wird. So, das Pilotpaket umfasst die ganzen Assistenten, also den Abstandstempomaten, der hält halt Tempo und Abstand zum Vorausfahrenden und die Spur. Es gibt einen Tote-Winkelwarner, einen Rear Collision Warning, also einen Auffahrwarner. Es gibt einen Querverkehrswarner, dass wenn man rückwärts aus einer Parklücke setzt und vielleicht doch jemand übersehen hat, bremst der Wagen aktiv dann doch, damit es nicht zu einer Kollision kommt. Ach, und ich habe vergessen, beim Pluspaket ist noch eine Audiooption. Standardmäßig ist ein Stereosystem mit 8 Lautsprechern und beim Pluspaket kriegt man eine Harman-Kardon-Stereoanlage mit 13 Lautsprechern. Ja, kommen wir mal zu den Preisen. Wieso und wie viel günstiger ist es denn geworden? Also die Dual Long Range Version startet bei knapp 48.000 Euro. Da ist der Herstellerrabatt von 3.000 Euro schon abgezogen. Das Auto qualifiziert sich für den Umweltbonus mit Innovationsprämie. Also kann man von den genannten Preisen da immer noch mal 6.000 Euro vom Nettowert abziehen. So, dann die mittlere Version mit der großen Batterie. Die startet bei knapp 45.000 Euro und die Version, in der ich sitze, knapp unterhalb von 42.000 Euro. Das ist schon mal dann ein deutlich günstiger Einstieg hier in die Elektromobilität mit dem Polestar. Und die Pakete liegen bei Performance-Paket bei 6.000 Euro, das Plus-Paket bei 4.500 Euro und das Pilot-Paket mit den Assistenten bei 3.500 Euro. Ja, Polestar ist ja im Grunde eine chinesische Automarke. Also klar, das Hauptquartier hat seinen Sitz in Göteborg in Schweden, aber es ist ein Tochterunternehmen von Geely und Volvo und die Autos laufen in China vom Band. Und sie machen das, wie ich finde, schon extrem gut, was das Thema Verarbeitung angeht, was hier die App-Funktionalitäten mit dem Android Automotive System angeht und auch ihre Kommunikation, ihre Transparenz zum Thema Nachhaltigkeit und CO2. Also sie sagen ganz genau, was für CO2-Mengen anfallen in der Produktion und ab wann denn dieses Elektroauto Parität hat mit dem Verbrenner beim Thema CO2-Ausstoß, wie sie zum Thema Nachhaltigkeit, wie sie da rangehen, welche Materialien sie verwenden, das Thema Recycling. Da sind sie in ihrer Kommunikation wirklich radikal offen und machen das sehr, sehr gut. Also der Chef ist ja ein Deutscher, Thomas Ingelhardt, und der plädiert da für eine komplett offene Transparenz. Und das muss man wahrscheinlich als junge Marke auch so machen, um sich von anderen Autoherstellern da abzusetzen. Also auf mich macht das Ganze alles einen super Eindruck. Es sind auch schon neue Modelle angekündigt. Es ist klar, es wird einen Polestar 3 geben, der SUV-artig aussehen wird. Es ist schon gezeigt worden, der Polestar Precept. Ich durfte in einem Fotostudio mal rumgehen. Ich verlinke nochmal zu dem Video. Sehr gewagte Designstudio-Concept-Car mit tollen Suicide-Schwingtüren. Ich weiß nicht, ob die so in der Serie kommen. Ich hoffe es doch sehr. Ja, also es bleibt spannend bei dieser Marke und spannend auch zu sehen, wie sich das Auto über die Updates da weiterentwickelt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über einen Kommentar und einen Daumen hoch hier bei dem Video. Und falls ihr es noch nicht habt, über ein Abo meines Kanals. Drehmoment. Bis zum nächsten Gefährt. Tschüss.